Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Mall. Another Brick in the Mall. Ich hatte gerade eine Meldung bekommen, dass wir zu wenig Restrooms haben. Was ein bisschen problematisch ist, denn wenn Leute nicht aufs Klo gehen können, ist das ein wenig unlucky, würde ich mal meinen. Und ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, ich mache das so, dass wir das hier wegmachen. Und hier auch erstmal eine normale Straße hinbauen. Achso, ja gut, okay, wir müssen erstmal die Straße noch wegmachen und die hier. Damit wir hier eine Straße hinbauen können. Genau. Und dann, übrigens, ich habe ziemlich viel Geld. Ich habe, wie gesagt, das Spiel ein bisschen laufen lassen. Von der Zeit her. Einfach so ein bisschen laufen lassen. Hatte schon alles geklappt. Ziemlich viel Geld gemacht. Da Walls entziehen. Und hier eine Double Door rein. Wobei wir dann die hier wegmachen können. Das gehört mir zum Store. Nee, gar nicht. Oh, warte mal. Das hier ist natürlich Restroom. Und jetzt müssen wir halt noch ein wenig, Objekte. Ein paar, können hier mal ein paar Urinale hinmachen. Hier die Reihe komplett voll, sag ich mal. Hier noch so ein Dispenser. Sound ist ganz schön laut geworden, ne? Der Sound ist ziemlich laut. Ja, geht. Passt schon irgendwie. Wir wollen ja auch noch Hintergrundmusik haben, ne? Wollen wir auch noch alles haben. Wir können jetzt erstmal noch hier ziemlich viel mehr bauen, aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei dieser Größe, weil wir ja halt auch überall hier noch Regale und so hinbauen müssen. Ups, wir brauchen Kassen. Viele Kassen. Und zwar ist ja echt verdammt riesig hier, ne? Wir werden das alles noch aufteilen. Das ist eine große, grobe Grundriss. Wir werden dann das noch in verschiedene Abteilungen aufteilen. Und ich würde sagen, das machen wir auch als erstes, weil wir dadurch ja auch noch, weil wir dadurch auch bei jeder Abteilung eine Kasse hinklatschen können, beziehungsweise zwei Kassen. Und ich glaube, wir fangen an mit den. Und zwar hauen wir das erstmal hier oben die Ecke. Wir machen erstmal, glaube ich, eine Mitte circa aus. Oh Gott, ey, wie viele Dings ist denn das lang? Das ist 78 lang, das heißt, ich muss bei 39. Warte mal, hier ist die Mitte. Ups. Ja, hier ist die Mitte. Lassen wir das einfach mal so. Kann ich auch nochmal das hier? In dieser Reihe. Hier ist die Mitte. Ach, scheiße. Okay, warte, hier ist die Mitte.
1, 2, 3, 4, 5. Das weiß, wir brauchen hier. Hier. Ja, warte mal. Mitte. 1, 2, 3. Das Tier würde ich gerne Wall haben. Hier war das? Ja, da war das, ne? 1, 2, 3, Wall. 1, 2, 3, Wall. Das, wie viele Abstände sind da dann zu der Wand? 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. So, Wall, dann kommt hier Wall hin. Ne, Moment mal. Das muss weg, weg. Oh. Nein! So, jetzt ist richtig. Ja, gut. Okay. Dann haben wir hier nämlich eine kleine Klo-Abteilung, sag ich mal. Walls. Nee, machen wir es erstmal Objects. Und zwar kommt die hintere Reihe, komm mal wieder voll mit diesen Dings hier. Genau. So, dann brauchen wir Walls. Und ich sagen, hier kommen Pissoirs ran. Drei Pissoirs. Würde ich sagen, hier drin kommt ein Waschbecken rein. Ja, das muss nochmal weg. Waschbecken und Wasserspender. Und hier zwei Türen. Genau. Waschbecken. Waschbecken. Ich muss sie so ranhängen. Kann ich hier halt einfach noch mehr Waschbecken ranmachen. Ach wie? Ja, wieso geht das hier? Nimm ich das? Okay, passt so. BTF. So. Und Urinale. Da. Da, da. Da, da und da. Passt erstmal so. Dann brauchen wir natürlich zwei Türen. Zwei Mülleimer und einfach mal eine Pflanze hier zwischen. Schick. Ist doch richtig schick. Schönes Klo. Gut. Dann würde ich sagen, oh Gott, ey. Und ich wollte eigentlich noch, ich habe mir überlegt, ob ich das hier nicht noch hier weiter dann hier ein bisschen rumführen lasse oder so. Das kann ich später vielleicht machen, dass ihr dann von hier, ich habe übrigens hier eine Straße gebaut, genau. Kann ich hier oben später auch noch machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Wir haben ja das Geld, so ist es nicht. 40.000 hat das gekostet, oh. Passt. So haben wir hier schon mal eine stumpfe Straße, sag ich mal. Und ich hatte halt überlegt, dass ich das dann, dass das hier erstmal Ende ist von der Straße her. Dass wir hier noch einen, ich weiß nicht, wir könnten hier noch einen Parkplatz hinklatschen oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht genau. Genau, das alles hier noch so als Parkplatz machen vielleicht. Und dass wir das, das hier weiterführen. Bis hier, dann hier halt runterführen. Dann irgendwie hier hinbauen und dann, dass hier die Straße einmal rumführt. Dass wir hier einfach eine riesige Mall haben. Aber ich glaube, das hier reicht schon fast. Also, das reicht eigentlich hundertprozentig. Aber, naja. Wir könnten hier eigentlich noch einen kompletten Parkplatz hinklatschen, ne? Wir lassen das hier erstmal offen. Wir lassen das erstmal frei hier. Erstmal.
Aber was ich glaube, ich machen werde. So. Dann kommen hier nochmal normale Parkplätze hin. Und, wo war die Mitte? Hier war die Mitte, ne? Ja, das passt. Fast. Dann kommen hier die drei Parkplätze hin für Müll und, Garbage. Ich glaube, das ist besser. Dann mache ich hier unten nämlich das Lager. Ich weiß ja, wo die Mitte ist. Mitte ist ja hier. Das heißt, ich mache bis hier das Lager, würde ich mal meinen. Ja. Super, wie ihr hier weiterarbeitet. Naja, egal. So, Walls. Hier das Lager, circa rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Zack. Bis hier. Ich denke, das passt so. Dann hier auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Zack. So. Und Roadwork. Loading Zone. Loading Zone. Garbage Parkplatz. So, hier ist Garbage, genau, und hier ist Loading Zone gleich, ne? Nee, irgendwie ja doch nicht. Okay. Belassen wir es dabei. So, Customers Parking. Hier Customers Parking. Und zufälligerweise auch noch hier Customers Parking. So, dann hätten wir das. So, hier kommt die der Storage hin. Der das Lager, ne? Und wo war die Mitte nochmal? Shit. Hier, zwei neben dem. Hier. Hier ist die Mitte. Ich mach mal eben... Ah, zwei neben dem. Okay, sehe ich. Objects. Dev Door. Hier. Das passt. Wie viele sind das eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das passt. Sehr gut sogar. Zack. Kommt hier eine Door zwischen. Und dann kommt hier noch eine hin. Sehr gut. Okay. Wo möchte ich denn hier den Eingang gleich haben? Ich sehe, was mich übel stört. Dass das hier einfach mal nicht richtig ist. Hier dann eine Wall, eine Door rein. Und dann bauen die das, glaube ich, gleich hoffentlich. Das kann eigentlich da bleiben, ne? Genau. Ja, der kann da bleiben. So, weil das ist hier mit diesem Grün, das ist echt nicht schön. Das bauen die dann hoffentlich gleich um. Wo sind meine Arbeiter gerade? Hä? Ich baue doch nur... Ah, ne, die bauen gerade die Straße wahrscheinlich. Ja. Okay. Wir haben zu wenig Restaurants. Alter, wir haben zu wenig Platz im Restaurant. Ist ja auch nicht wahr, ne? Ist ja auch nicht wahr, ey. Ja, ich muss jetzt erstmal die Arbeiter den Rest erledigen lassen. Damit wir das dann gleich bauen können. Wenn das Restaurant halt hier noch weiterführen. Sag ich mal.
bis hierhin. Und ja, das reicht doch erstmal. Das ist ein kleines Restaurant. Es soll nicht riesig fett werden. Das riesige Restaurant können wir eigentlich hier noch mit reinklatschen, ne? Ja, dann muss ich das auf jeden Fall noch um einiges größer bauen. Was haben wir hier? Restaurants, ja, ist okay. Gut, alles klar. Was sind meine Arbeiter eigentlich gerade? Ah, die haben das hier unten schon mal beendet, okay. Objects. Remove Objects, das hier. Und es sein, das gehört noch mit zum Store. Store? Hä? Oh nein! Store. Store. Ja. Gut. Storage. Hier. Remove das und Objects bauen die neue Tür. Außerdem bitte mal noch das hier bauen. Erweitern. Ich weiß nicht, ob ich das hier auch noch erweitern soll. Ja, komm, ich kann das ja noch. Ich kann das ja noch bis hier eigentlich erweitern, ne? Hier. Ja. Und am besten noch hier oben weiter. Das passt so. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, dann kann nämlich die Tür weg. Und dann bauen wir die, glaube ich, hier einfach rein. Es sei denn, krass tight gehört hier mit zu. Nein! Zack. Zack. Ja. So. So. Achso, ich kann ja auch einfach mal. Ja, alles klar. Kann ich das eigentlich auch wegmachen? Mit Rechtsklick oder so? Ja, okay. Sehr gut, dann würde ich nämlich das in der Wall. Hier zum Beispiel. Weg. Weg. Da fehlt eine Wall. Ich will ja nicht, dass die Leute. Oh, warte mal. Nein. Nein, 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 nein. Machen das anders. So, da haben wir 1, 2, 3 noch. Zack. Wall. Wall, Wall. Machen wir das nämlich so. Nee, Moment. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, doch eine Wall hin. Objects. Ich hab aber die Objects, ich hab die Walls gerade schon wieder falsch gemacht. So, drei sind hier frei, genau. Toilet Sink kommt dann. Achso, das kann ich noch jetzt nicht. Nee, das kann ich jetzt noch gar nicht machen. Nee, das, hier sind Pissoirs, ne? Stimmt, das sind da Pissoirs. Toilet Sink kommt hier hin. Urinale. Dispenser. Wir brauchen halt auch eigentlich echt einen Mülleimer hier drin, ne? Warum haben wir da eigentlich keinen Mülleimer? Leute, sagt mir das mal. Ah, wo packe ich denn jetzt den Mülleimer hin? Das ist, glaube ich, anders. Ich mache hier den Mülleimer, glaube ich, hin. Moment mal. Zack. Mülleimer ausgerüstet. Hier hin. Kommt noch eine Wall hin und dann kommt hier einfach noch was, noch ein Urinal hin. Ich glaube, das passt einfach viel besser. Objects. Trashcan dahin. Urinal hier. Und hier. Und außerdem eine Tür dort. Dann brauchen wir noch. Wenn ich das jetzt hier hin mache.
Nee. Hier. 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 Da. Dort. Da. Und da. Wenn hier noch welche sitzen. Da. Ah, nee, das muss ich freilassen. Also, das sieht sonst doof aus. Aber ich könnte hier nochmal ein bisschen was erweitern, kurz. Ich brauche nur 1, 2, 3. Das heißt, ich muss einfach nur einen höher erweitern. Ach, komm schon. Ah, nein. Ah, so. Hier, bitte. Nein, auch falsch. 1, 2, 3. Hier muss die Wall hin. Okay. Da muss eine Wall hin. Danke. Jetzt ist richtig.